Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Transport FIFA 2, dem Transportsimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir eine neue Personentrasse gebaut, von Wuppertal nach Dortmund. Und das ist der kleine, aber feine Zug und der fährt jetzt gleich hier im Dortmunder Hauptbahnhof ein, ne, den wir beim letzten Mal quasi auch noch angeschlossen haben. Ne, in Solingen hält der Zug auch noch. Und ihr seht, der Zug ist pickepacke voll. Vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und für die ganzen Däumchen. Ihr habt auch geschrieben, wolltest du denn eigentlich was anderes machen? Ja, das machen wir in der heutigen Folge. Wir wollten nämlich auch uns mal die Schifffahrt anschauen. Und das machen wir heute. Guck mal, 1,5 Millionen. So, aber das Ding ist, glaube ich, gleich instant wieder voll. Wir gucken uns das mal an hier. Da können wir nämlich gleich die Züge ändern. Da kommt der andere Zug. Ah, hier ist noch nicht ganz voll. Aber ich denke, wir könnten diesen Zug auf jeden Fall erweitern. Oder noch weitere Züge auf die Strecke bringen. Der ist nämlich auch schon fast voll. Ihr seht schon. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke, ich werde die Züge nochmal erweitern. Bedeutet, wir würden die Züge jetzt einfach mal ein bisschen größer gestalten. Dazu gehen wir mal hier auf die Linie RE3. So. Und die beiden Züge passen wir an, Fahrzeug ändern und werden da auf jeden Fall noch einen weiteren Triebwagen mit dazu packen. Kostet noch mal ein bisschen Geld, aber wir haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Und da fährt der Zug jetzt hier vorbei in der langen Variante mit zwei Triebwerkswagen. Ah, sieht auf jeden Fall echt cool aus. 114 Plätze hat er jetzt. Ich denke mal, das sollte dann ausreichen mit den beiden Zügen hier, die sich da gerade getroffen haben. Hier fährt noch der andere Zug. Ne, der ist jetzt nicht so voll. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt auch geschrieben, ist das nicht so einfach jetzt. Sehr gut, wenn man natürlich viele Produktionen schon am Laufen hat, ist das mit den Einnahmen dann natürlich ratzfatz. Ne? Das geht dann natürlich sehr, sehr schnell. Und jetzt wollen wir uns nochmal die Einfahrt hier angucken von dem Zug. Hier am Dortmunder Hauptbahnhof. Da ist auch richtig Trouble schon. Und wir wollen gleich mal gucken, wenn der Zug gleich reinkommt. Da vorne kommt er gerade. Und der fährt jetzt hier gleich ein. Und hier haben wir auch so schöne Trassen. Da können die Leute halt drüber laufen. Und da kommt der neue Zug. So, schauen wir uns das mal an, wie er da einfährt. Ja, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Mir macht das Spiel Spaß, euch macht das Spiel Spaß. Und ist auf jeden Fall mal eine gelungene Abwechslung hier. Und wir sind ja jetzt im Jahre 1968. Es kamen noch ein paar andere Züge mit dazu. Guck mal. Wir gucken mal gleich mal, wie voll der wird. Schauen wir mal, wie viele Leute da jetzt rein wollen. Ja, 37 haben wir jetzt hier. Wir haben noch 48 Leute, die den RE2 nehmen wollen. Aber so langsam rentiert sich das Ganze hier. Hier haben wir ganz viele Fahrgäste. Guck mal, da sind auch schon einige am Warten. Hier hinten natürlich auch in Wuppertal. Da haben wir auch einige. Und das wird dann auf kurz oder lang immer mehr. Ne, hier haben wir auch wieder Öl, was sich ansammelt. Ne, unsere Güterverbindungen, die laufen auf jeden Fall auch. Und heute wollen wir uns darum kümmern, dass wir einfach mal einen Blick drauf werfen. Ich habe mir hier mal so ein paar Strecken rausgesucht, habe überlegt, okay, was machst du denn hier? Oder welche Produktion willst du denn nochmal so ein bisschen anfeuern? Gibt verschiedene Varianten, die ich mir so überlegt habe. Wir hätten hier Kohle. Aber dann könnte ich Kohle nicht irgendwo hinliefern. Dann müsste ich das wieder zwischenlagern, mit LKWs dann transportieren. Das wollte ich jetzt nicht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir hier bei dem Waldbruck steht da noch. Das ist aber Mörs. Das müssen wir mal umbenennen. So, warte mal. Mörs heißt der nämlich jetzt. Das haben wir irgendwann mal umbenannt. Also später erst. So, zack. Und da werden wir jetzt hier soweit eine kleine Schiffslinie einrichten. Also mal ein bisschen was anderes. Wir gehen mal aufs Wasser. Und wollen uns das auch einmal anschauen. So, dazu gehen wir hier rein. Und haben verschiedene Möglichkeiten hier. Einen kleinen Terminal, einen großen Terminal zu nehmen. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen, weil hier soll dann nur ein Schiff anhalten. Und dann würde ich sagen, platzieren wir das mal hier. So, passt das? Jo. Das ist Oberhausen. Güterhafen. So. Das ist der Güterhafen hier, ne, für das Holz. Und das Schiff soll dann hier rüberfahren. Sprich, warte mal, wie heißt der Ort denn jetzt nochmal? Balrecht-Dohleringen. So hieß der Ort, glaube ich, nicht mehr, ne?
Das müsste, glaube ich, ist das Rating oder sogar noch zu Duisburg kommen? Wir machen hier Duisburg. Duisburg Sägewerk. Duisburg. So. Da bauen wir jetzt auch einen kleinen Hafen hin. Und dann werden wir Holz quasi von A nach B schiffen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Habe ich bisher noch nicht gemacht jetzt hier im Transport Fever 2. Ist für mich jetzt auch komplett neu. Wir können auch Passagiere von A nach B transportieren. Das werden wir auch nochmal machen. Auf kurz oder lang. Ich guck mal, passt das hier so? Ja, hier sollte ich vielleicht zwei Terminals einrichten. Weil vielleicht wollen wir das ja auch irgendwann nochmal woanders hin befördern. Zack. So, das müsste jetzt passen, ne? So, angebunden ist es. Das hier ist Duisburg-Wetz. Oh, guck mal, es gibt neue Straßenbahnen. Die Tatra gibt's. Da müssen wir auch mal unsere Straßenbahn auch nochmal austauschen. Ich glaube, das machen wir mal in der nächsten Folge. So, Duisburg. Hafen. Sägewerk. So. Ne? Das heißt, hier haben wir dann jetzt auch zwei Anlegestellen. Ne, bei dem Terminal hier. Und können dann auch verschiedene Dinge transportieren. So, dann gehen wir wieder rüber hier. Ist natürlich eine etwas längere Fahrt. Ich weiß nicht, wie viele Schiffe wir da drauf packen werden. Müssen wir mal schauen. Da brauchen wir natürlich auch noch eine Werft. Ich guck mal, wo die quasi hin muss. Ich guck mal kurz. Wie rum muss die denn? Muss die Werft hier auf dem... Ach, guck mal, die muss hier so hingebaut werden. Cool, guck mal, da haben wir so eine schöne Werft. Die haben wir jetzt hier hingebaut. Und da müssen wir eine neue Linie einrichten. Und zwar... von hier. Ich hoffe, das passt soweit. Nach da. Guck mal. Da macht er den Weg auch automatisch. Dann machen wir mal hier Schiff. Holz Duisburg. So. Neue Linie haben wir soweit eingerichtet. Und jetzt können wir mal, glaube ich, ein paar Schiffe kaufen. Oder erstmal ein Schiff, würde ich sagen. So, Fahrzeug kaufen. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal Passagierschiffe. Wir brauchen natürlich Cargo. Und Schaffhausen. Alle Einheiten. Hier haben wir auch Holz. Und hätten auch schon neue Schiffe. Guck mal. So, was kosten die denn? Was gehen eigentlich noch, ne? So, das Schiff 30 km/h. Aber die weniger Leistung. Emission, Ladegeschwindigkeit mal 60, Kapazität 220. Hier haben wir 240, aber hier können wir nur Öl mit transportieren. Das heißt, wir müssen uns dieses Schiff hier kaufen. So, jetzt macht er wieder Autosave, dann dauert es wieder einen kleinen Moment. So, da haben wir das Schiff gekauft. Und dann würde ich sagen, schicken wir... Was? Die Haltestelle kann nicht gefunden werden. Kein Weg für große Schiffe. Von kleineren Schiffen benutzt werden... Ach so, okay. Ach, Mist. Ach so, wir brauchen einen großen Hafen. Ja, toll. Da müssen wir es nochmal umbauen, seht ihr? Dann bauen wir, reißen wir das mal ab hier. Wir brauchen nämlich einen großen Hafen, so wie das aussieht. Groß. Ah, guck mal, seht ihr? Ja, da müssen wir einen großen Hafen nehmen, weil wir wollen auch mit großen Schiffen arbeiten, ne? So, das kommt dann auch mal weg hier. Zack. Und dann bauen wir hier auch einen großen Hafen hin. Ich guck mal, passt das? Oh, das ragt jetzt hier so ein bisschen rein, ne? Aber reicht das denn oder wollen wir das ein bisschen drehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das passt soweit. Und mal gucken. Boah, das wird knapp, ne? Aber er fährt hier auf jeden Fall ran. Ist ein bisschen eng, ne? Aber ich glaube, der fährt hier vorbei, ja? Oder können wir es noch ein Stückchen weiter reinsetzen? Wir gucken mal. Reißen wir es nochmal ab. Ist ja nicht schlimm. Ach, guck mal, wir können es ja auch weiter reinbauen. Lull. Dann sieht es natürlich auch besser aus. So, jetzt haben wir das hier soweit fertig. Weil da ist auf jeden Fall genug Platz. So, gucken wir mal, ob die Linie noch passt. Gucken wir mal, die Schifffahrtslinie hier. Jo, die passt noch soweit. Terminal 1. So, da haben wir das Schiff. Und das können wir jetzt, glaube ich, losschicken. Ah ja, so, auf geht's. Eine Seefahrt, die ist lustig. Guck mal, und da fährt das Schiff jetzt raus hier. Ich mach mal auf Geschwindigkeit 2. Können wir da auch mitfahren? Ja, sicher, guck mal. So, das erste Schiff hier. Oh, hoch.
verlässt jetzt den Hafen. Richtig cool, ja? So, ich bin mal gespannt, ob es auch Ladeanimationen gibt. Auf jeden Fall haben wir da auch einen Captain drin. So, der fährt jetzt hier quasi ran. Ach, guck mal, da wird auch schon Holz angesammelt. Und da wird das Ganze jetzt geladen. So, wir schauen uns das mal aus der anderen Perspektive an. Die Schiffsschrauben, guck mal hier, das sieht auch total cool aus. So, geladen haben wir es. Wow, ein Holz, drei Holz, vier Holz, fünf Holz. So. Und da fährt das Schiff jetzt quasi rüber. Ist mal eine ganz andere Perspektive. Und ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, ne? Der Schiff fährt aber ganz schön nah hier dran. Hör mal. Dass der da nicht hier auf Grund läuft. Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall das Schiff. Aber ganz schön großes Ding. 55 Einheiten haben wir jetzt hier drin. Müssen wir mal gucken, wie viel Geld das Ganze denn auch einspielt. Dann fahren wir gleich durch die Brücke durch. So, da vorne ist dann hier an Duisburg vorbei. Den müssen wir, glaube ich, da vorne haben, ne? Ist das Duisburg? Jo, ich glaube schon, ne? So, sind wir heute mal zu Wasser unterwegs. Sieht auch recht cool aus hier, ne? Mit dem Schiffsdeck. Ne, hier haben wir die Schiffsschrauben. Da die Lade. Hier werden die Ladungen dann verstaut. Müssen wir mal gucken, ob da ein Schiff reicht. Weil 240 Einheiten ist schon recht viel, ne? Sonst fahren wir gleich hier durch die Brücke durch. Wir gehen mal hier auf diese Ansicht. Ach, guck mal, schaukelt aber ganz schön, ne? 30 km/h fährt das Schiff. Jetzt fahren wir hier gleich unter der Brücke durch. Ja, da fährt da hinten aber auch noch eine Autobrücke. Hier haben wir dann eine Zugbrücke. Ich glaube, das ist für den Güterverkehr, ne? Aber welche Strecke war das hier? Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da drüben ist Mörs. Huch. Oh, aua. Kopf gestoßen. Aber es passt auf jeden Fall, ne? Ja, von der Höhe ist das, her ist es okay. Ich glaub, die eine könnte ein bisschen höher. Guck mal da. Ach, hier, das ist der RE2, der da lang fährt. So, gehen wir mal auf die andere Perspektive. Das Ganze geht dann hier rüber bis in den Hafen rein. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dann wird das Sägewerk hier gleich angekurbelt. Ja, rein theoretisch könnten wir hier auch noch, guck mal, das Sägewerk noch weiter befeuern mit ein paar LKWs oder so, ne? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil wir brauchen ja auch noch Holz für die Werkzeugherstellung, Herstellung. Aber ich glaube, ist alles ein bisschen weit weg. Müssen wir mal gucken. Da ist das Schiff. Ah, sieht schon echt cool aus, ne? Auch in die Wasser... Schneise, die er da mitzieht. Guck mal, das Wasser. So, da hinten sehen wir schon einen anderen Hafen. Ach, guck mal hier. Hier sind sogar schon Hütchen hier. Direkt am Wasser. Ah, das sieht auf jeden Fall auch klasse aus, ne? AXALP heißt das Schiff. Okay. Ich bin ja eher nicht so der Schifffahrtsmensch und kennt sich da jetzt eher ja nicht so aus. Wollen wir gleich mal gucken, was das denn als, ach, guck mal, wir haben... Ach, guck mal, was wir hier noch haben. Ach, du Heiliger, MAN. Wir haben neue Busse, Leute. Ach, wir müssen ganz viel austauschen. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir mal eine Austauschfolge. Ganz viele tolle Sachen. Die Tatra haben wir ja mit dazu bekommen. Guck mal, Duisburg, wie groß das schon geworden ist. Da müssen wir, glaube ich, nochmal eine weitere Strecke nochmal einbinden. Vielleicht nochmal weitere Busse. Müssen wir mal gucken. So, das Schiff kommt gleich an hier. Gehen wir mal wieder in die Ego-Ansicht. Und das wird dann gleich ranfahren. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Geld wir dort verdienen. Und ich muss mal gucken, wie viel da drüben wartet. Ah, sieht schon recht gut aus, ne? So, jetzt fährt das Schiff gleich da rum. Flughafen müssen wir dann auch noch irgendwann mal gucken. Ich glaube, da müssen wir dann irgendwann mal
eine Stadt hochziehen auf der anderen Seite der Karte. Müssen wir mal gucken. So, jetzt müsste er hier ranfahren. Gucken wir uns mal an. So, jetzt fährt er hier ran. Und liefert das Ganze ab. Da wollen wir gleich mal gucken, wie viel... Oh, das ist natürlich nicht so schön animiert. Wie viel Geld das Ganze bringt. So. Schauen wir mal. Oh, 500.000. Guck mal, wir sind direkt im Plus. Ich denke mal, das wird sich auf kurz oder lang dann auch lohnen. Gehen wir mal zurück, wie viel Holz da wartet. Oh, da wartet einiges an Holz. 275. Oha. Ich würde sagen, dass wir da vielleicht sogar zwei... Können wir das noch länger machen? Ach, guck mal, wir können es sogar noch länger machen. Güter. Kleines Stock, großes Stock. Ach, guck mal, wir können das sogar noch verlängern hier. Das ist ja genial. Komm, machen wir es noch ein bisschen länger. Damit wir da keine Waren verlieren. Aber wir verlieren trotzdem Waren, ne? So, wie viele Terminals haben wir jetzt da? Eins. Aber der packt die Sachen jetzt hier nicht rüber, ne? Ah, ist schon echt großes Stock, ne? Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, wir brauchen ein zweites Schiff. Ich würde sagen, wir klonen das Schiff nochmal und schicken da zwei rüber, weil in der Zeit... Komm, gucken wir mal hier. Schiff, 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 Schiff. Wo habe ich es? Da. So, das klonen wir mal jetzt. Fupp. So, jetzt haben wir das zweite Schiff, das dockt dann hier an. Das eine ist ja schon auf dem Rückweg, das ist ja schon hier vorne, aber es braucht halt sehr lange, ne? Deswegen, denke ich mal, sind zwei Schiffe da auf jeden Fall angebracht. Ich spule das mal so ein bisschen vor. Das geht ja gleich dann instant voll. Und da müssen wir mal gucken. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Also definitiv wird sich das Ganze lohnen. Guck mal hier, die Fische, die da rumschwimmen. Sieht auch total cool aus. So, der geht jetzt auf jeden Fall gleich direkt voll. So. Ist direkt gefüllt. Und gerade haben wir schon 500.000 eingenommen. Und guck mal, wie schnell schon wieder Holz da ist, ne? Also, es geht echt ratzi-fatzi. Aber ich denke mal, mit zwei Schiffen fahren wir da auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall echt cool. Mit dem Schiff. Ist echt eine sehr nette Sache. Wir haben einiges an neuen Fahrzeugen, was wir auf jeden Fall dazu bekommen haben. Und müssen dann auf jeden Fall mal schauen. Ich mach mal auf Geschwindigkeit 2 hier. Ich glaube, die Geschwindigkeit, die Datumsgeschwindigkeit, die... Vielleicht halbieren wir die mal wieder. Ich glaube, das ist ganz gut, damit wir nicht hier irgendwelche Züge vielleicht überspringen oder so. Müssen wir mal gucken. So, okay. Das heißt, das läuft auf jeden Fall. Werden wir jetzt hier die Fahrt nochmal komplett fertig machen. So, fahren die durcheinander? Fahren die hier durch? Fahren die durch? Oh, oh, Hilfe! Ah! Ja, das ist natürlich auch nicht so toll, ne? Sollte natürlich nicht passieren. Aber wir wollen mal gucken, wie viel Geld dieses Schiff denn hier macht. Ja, weil hier, guck mal, da haben wir schon wieder 170. Ich glaube, dieses weitere Dock hier, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Das können wir, glaube ich, wieder abreißen. Ne? Weil irgendwie packt er da nichts drauf. Wenn ihr da noch einen Tipp habt, wie das Ganze besser funktioniert, dann schreibt es mal bitte rein. Aber ich denke mal, mit den zwei Schiffen, das ist auf jeden Fall gut. Vielleicht sogar drei Schiffe, ey. Müssen wir mal gucken. Hier müssen wir dann auch das Holz noch wegtransportieren. Bin ich am Überlegen, wo wir es hinpacken, ne? Das müsste halt hier zur Werkzeugproduktion. Vielleicht könnte man das hier dann noch für die Werkzeugproduktion hier hinten noch hinpacken, ne? Weil die Produktion, die ist noch nicht voll ausgelastet. Guck mal. Da geht vielleicht noch was. Das Schiff braucht aber recht lang, ne? Oh. Fahrzeuge müssen wir auch nochmal austauschen. Ach, Busse müssen wir austauschen. Ich pausiere mal kurz hier die Datumsgeschwindigkeit. So. Damit das Ganze dann ein bisschen besser läuft. Und dann wollen wir mal gucken, was hier so eine volle Fuhre bringt. Die Produktion wird hier auf jeden Fall schon mal gleich angereichert. So, da hinten kommt das Schiff. Ja, ist auch im schlechten Zustand. Ja, wir müssen auf jeden Fall Busse austauschen. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge mal eine große Austauschaktion. Und ich überlege mir mal, wo wir noch einen Flughafen hinbauen.
Weil hier ist ja alles versorgt. Ich würde sagen, vielleicht hier oben rechts in der Ecke oder so. Das war ein kleiner Ort, aber den müssen wir natürlich erstmal erschließen. Aber guck mal, da haben wir auch wieder Sachen, die wir dann platzieren können. So, da kommt das Schiff gleich an. Und da wollen wir mal gucken. Ja, die Fahrzeuge müssen wir bald austauschen, ich weiß. So, dann werden wir eine große Austauschaktion machen. So, da kommt das Schiff mit voller Fahrt. Dann wollen wir mal gucken, wenn das hier jetzt gleich hier anlegt. Machen wir mal auf 2. Das heißt, nächste Folge große Austauschaktion. So, mal gucken, wie viel Geld das, das Schiff jetzt hier macht mit den 220 Einheiten. Schauen wir mal. Boah, 2 Millionen. Also es lohnt sich definitiv. Weil hier schon das nächste Schiff wieder unterwegs. Und hier haben wir immer noch das Problem. Ich glaube, wir könnten sogar ein drittes Schiff da drauf packen. Wir gucken uns mal kurz die Linie hier an. Ja, Zugöl Wuppertal, das brauchen wir ein bisschen. Wir gucken mal hier Schiff. Wo ist es? Guck mal, schon 1,2 Millionen. Also ein drittes Schiff wäre, glaube ich, ein bisschen too much. Müssen wir uns mal überlegen. Ich würde sagen, Leute, das war's dann erstmal hier mit einer weiteren Folge zu Transport FIFA 2. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt haben wir endlich auch mal ein paar Schiffe hier unterwegs. Vielleicht überlege ich mir noch ein drittes Schiff zu holen. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung reinschreiben. Und auch zu der Idee, wo wir denn den Flughafen bauen sollen. Weil hier haben wir ja alles so ein bisschen Ruhrgebietmäßig. Ich würde es einfach hier oben in der Ecke irgendwo machen. Hier oben. Auf dem, am anderen Map-Ende. Wieder hier. Das würde ich sagen, weil hier haben wir ja soweit alles erschlossen. Oder vielleicht sogar hier oben. Ne, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.